Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner, ich bin Sport- und Ernährungstherapeut und ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, wo ich gefragt habe, ob denn die, sage ich mal, vegan und vegetarisch spezifischen Themen auf diesem Kanal bleiben sollen oder ob sie vielleicht in einen anderen zweiten Kanal umziehen sollen. Und eure Meinung war so ein bisschen zwiegespalten und das kann ich natürlich auch verstehen, weil einige interessiert das ja eben doch sehr, weil wir eben auch eine größere Anzahl an Vegetarier oder auch VeganerInnen in den letzten Jahren in Deutschland bekommen haben und ich in meiner Praxis ja auch solche Gruppen von Menschen, sage ich mal, dann spezifisch ansprechen möchte, weil ich da eben auch Fachkenntnisse besitze und auch eigene Erfahrungswerte. Dennoch ist es einfach so, dass das nicht unbedingt jeden interessiert und deswegen waren auch eure Meinungen oder eure Abstimmungsergebnisse da ein bisschen zwiegespalten und deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze einerseits zu verlagern und andererseits hier zu behalten und zwar so, dass auf diesem Kanal es weiterhin Fragestellungen zum Thema vegane und vegetarische pflanzenbasierte Ernährung in Bezug auf gesundheitliche Fragen vorgestellt werden und ich aber einen zweiten Kanal mache, den du dir hier einmal anschauen kannst. Dieser Kanal wird Vegan Performance heißen, beziehungsweise zum Zeitpunkt, wenn dieses Video erscheint, wird dieser Kanal auch schon mit ersten Videos ausgestattet sein und im Allgemeinen möchte ich damit einfach meine beiden Interessensgebiete auch abdecken und zwar auf eine Art und Weise, dass sich die Leute, die sich für Gesundheit hauptsächlich interessieren, nicht mit den ganzen sportartspezifischen und Sporternährungs- und trainingswissenschaftlichen Themen genervt werden, sage ich mal. Und die Leute, die eben sich genau dafür interessieren, dann nicht mit Themen genervt werden, die dann vielleicht einfach nur Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder mit anderen Stoffwechselerkrankungen oder Ähnlichem quasi betreffen. Deswegen habe ich das Ganze aufgesplittet. Auf diesem Kanal, wie gesagt, geht es weiterhin um die gesundheitlichen Fragestellungen. Es geht weiterhin um das Thema Schmerztherapie, praktische Übungen bei verschiedenen Schmerzzuständen, theoretischer Input dazu, dann ernährungs- und sporttherapeutische Maßnahmen und Wissen in Bezug auf Zivilisationserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel Fettleber, Übergewicht, Diabetes. All diese Dinge werden weiterhin auf diesem Kanal bleiben und auf dem Kanal Vegan Performance wird es trotz des Namens nicht nur um vegane Ernährung gehen, sondern auch um vegetarische Ernährung und auch um sehr pflanzenbasierte Mischkost. Und dort wird eben ein großer Fokus auf das Thema Sporternährung gelegt für Leistungssportler, aber auch für Freizeitsportler, ambitionierte FreizeitsportlerInnen und auch ein bisschen auf das Thema Trainingswissenschaft, Trainingsplanung im Kraft- und Ausdauerbereich. All diese Themen, die eben dann auch mich interessieren und wahrscheinlich auch eine Menge anderer Leute, wie ich hoffe, interessieren, die werden dann auf diesem Kanal schon zu finden sein. Also es würde mir wahnsinnig weiterhelfen, wenn du dann, wenn dich das beides interessiert, auch beide Kanäle abonnierst. Hier werden voraussichtlich nach die Videos weiterhin am Mittwoch, Freitag und am Sonntag erscheinen und bei dem neuen Kanal dann am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und von daher würde ich mich, wie gesagt, einfach freuen, wenn du beide Kanäle abonnierst, wenn du dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertest, wenn dir das so gefällt. Und wenn du Themenvorschläge für einen dieser beiden Bereiche hast, kannst du dir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann auf einem der beiden Kanäle im nächsten Video wiedersehen.